Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Far Cry 5. Ja Leute, man muss das einfach runterschießen, man muss einfach einmal öfter vorschießen. Einfach draufgeballert, dann ist runtergefallen. Ja, sie kommt noch nicht mal ziemlich mit dem Bär klar, mit ihrem komischen Hund am Start. Wird also auch nicht der Burner sein. Ich guck mal, ob unser... ob Julie wieder stark klar ist. Damit kommen wir einfach am besten klar. So. Sollen wir die Dinger hier noch anbringen? Und dann sollten wir hier durch sein. Mit der Farm. Immer die das da oben da, warum sie das da oben hingepackt haben. Achso, das sind immer welche, die ich anheuern kann mit dem Dingens auf dem Kopf. Alles klar. Wenn Sie die Farm zurückerobern wollen, wir sind bereit. Juti, haben wir abgeschlossen. Jetzt gucken wir nochmal durch. Für Liebhaber, wie man so sagt. Der Kult hat hier ganz schön gewütet. Das Bewässerungssystem ist ziemlich angeschlagen. Überall liegen Rohrteile verstreut. Die meisten habe ich gefunden. Ich glaube, es fehlen immer noch drei. Finde sie und steck sie wieder da rein, wo sie... Hab ich doch schon erledigt, Mutti. Die Sunrise Farm wird so gut wie neu sein. Die Leute hätten weniger Ventile für die Scheiße in ihnen, weißt du? Sie wären einfach zu ihm gegangen. Scheiße sein ist nicht wie Wasserdruck. Das steigt nicht immer weiter. Man kann das bleiben lassen. Die ganzen Leute könnten den Scheiß bleiben lassen, aber nein, John hat sie so gern. Die Leute kommen hierher, weil mein Bruder fast zum Schießen gab und klappern. Wohl. Bin unterwegs, gib Deckung. Okay. Wo ist Judy? Nein, du sollst es nicht dahin gehen. Gut, ich denke, hier sind wir durch. Pass auf mich auf! Hier weg, gib mir Deckung! Der ist doch hinterm Berg. Keine Ahnung, wo der hin ist. Oder was da hier wollte ein. Nähere mich dem Ziel. Ach, schon wieder so ein Flieger-Scheißkopf. Führe Luftangriff durch. Ja. Was ist mit dir los? Feind gesichtet! Hole mir das Ziel! Komm mal her. Unglaublich, Judy. Was ist los? Was ist hier auf Zack heute? Ich markiere den Gegner. Schon wieder? Sie machen Schweizer Käse aus mir. Ja, sicher. Dem ist ja bald keine Moon, ey. Na gut, ein bisschen nochmal. So, komm her. Ich wollte noch wegrennen. War da eben überlebt, ey. Gib mir Deckung! Jetzt gibt's Sünder, ihr Sünder! Ich bin unter Beschuss! Ich flankiere den Gegner!
Juli, was ist denn jetzt? Leer. Ganze Gewehrmunition verballert. Ah, muss ich echt mal Munition kaufen. Jetzt muss ich Kohle raushauen, das nützt ja nichts. Oh, sie ist ja nur rot schon wieder oben im Dingens. Bin unterwegs, deck mich. Hier war doch vorhin noch so ein Waffen-Johnny, das ist jetzt weg. Komm hier, die Richtung ist einer. Wer ist da drüben? Rücke aus! Da ist einer vom Kult! Voll in die Birne! Voll in die Birne! Was? Oh! Na komm, haben das Sido eben. Ich erst. Gut, ich gucke nochmal hier vorne durch und ansonsten müssen wir gleich weiter. Schnellreise. Ach, hier waren wir ja. Haben uns ja vorhin reingezogen. Gut. Der Außenposten ist auch clean. Hier hätten wir nochmal ein Silo und Tipkupka. Aber ich denke mal, das wird hier die Grenze sein, ne, zu dem anderen Gebiet, der Fluss. Also denke ich mal, dass das ja, hier waren wir ja sogar schon mal, guck mal. Dann sollte man die Ecke jetzt hier noch eben frei machen. Ja, und ihr seht ja, dann sind wir ja schon hier. Wo die ist nochmal Prepper versteckt, da sollte man hingehen, weil wir brauchen Moon. Dann sind wir ja schon im Fort's End. Was heißt schon, ne? Ich bin ja echt hier Reihe für Reihe gegangen. Abgesehen jetzt hier von dem Berg, das können wir natürlich auch noch mal erkunden, wenn man so weit hochgehen kann. Das müssen wir mal ausprobieren. Hilo. Na gut, wir werden jetzt erst dahin gehen. Gut, Julie, lass uns mal den Trecker nehmen. Wir sind nur 200 Meter. Och, stell dich doch nicht hier. Also ganz ehrlich, Judy. Manchmal bist du aber auch ein bisschen. Ich bin verletzt. Ja. Manchmal bist du aber auch ein bisschen Bralle im Kopf, oder? Kannst du ja nicht vorm Häcksler stellen. So. Steigst du jetzt ein, oder? Nein! Ach, dann leck mein Arsch, ey. Das ist doch nicht normal, ey. Ja, haben sie auch. Das war die scheiß Automatik, ey. Jedes Mal kannst du die Karre nicht anhalten, weil die scheiß Fahrautomatik an ist. So. Haben wir es jetzt. Ist jetzt hinter mir. Alles gut. Mann, Mann, Mann. Da ist irgendwie ein Jäger-Johnny oder was. Aber den ignoriere ich jetzt erstmal. Der Adler, geil, oder? Ich gehe da rüber. Mach das mal. Ich mach Schnitzel. Ich schnetze die Kultisten hier weg. Hey. Mein Gott, ey. Wir holen unser Zuhause zurück. Na sicher. Genau, fahr mal die Karre weg. Juli. Kommst auch nicht klar, ne?
mit dem Anhänger dran. So, der Anhänger ist weg, glaube ich. Alles gut, Julie, kannst aussteigen. Ist ja auch hier. An jeden, der draußen gegen die Sekte kämpft. Die Peggys haben mir alles genommen. Meine Farm, meine Frau. Alles, was ich noch habe, ist hier versteckt. Gibt einen geheimen Eingang zum Bunker und zur Werkstatt. Benutzt das, was ihr drin findet, um diese Wichser ordentlich büßen zu lassen. Männerhöhle. Liebes Tagebuch, heute wäre ich fast gestorben. Ja, den hat's da drauf, ne? Warum, Peggy? Ich dachte, du wärst eine Geisel. Oh, jetzt haben wir keine Moon mehr. Ja. Ihr sollt keinen besseren Winkel suchen. Ja, komm mal ruhig näher. Jetzt fährt die wieder mit der Karre. Die ist total Banane im Kopf. Ja, sicher. Manchmal. Denn unterwegs gibt Deckung. Deckung. Manchmal bist du ein bisschen verwirrt im Kopf. Wir müssen da hin, ich brauche Munition. Was frisst du ihn oder was? So, Julie, komm jetzt. Wir müssen jetzt das Versteck klar machen. Kommst du über Stacheldraht? Ach sicher, wie durch Butter. Juti, da müssen wir unten rein. Ich weiß nur noch nicht wie. Hat einen Peggy im Visier. Was war denn jetzt nochmal? Eins war das. Nahkampfwaffe war. Ja. Naja, Judy, alles gut. Nach dir. Da ist er doch. Der 7 Meter, das ist hier hinter. Das ist mit, so viel ist mir klar. Ja. Ernsthaft? Das war geil. Das war geil. Ja, übers Dach, ne? Ja. Hat das Ziel im Visier. Ach, ernsthaft, ey. Ich sag ja, Leute, da wisst ihr. Also, nervt mich doch extrem. Also alle 2 Minuten hast du ein Flugzeug, ein Heli oder sonst irgendwas am Arsch. Super nervig. Juli, was ist? Steigst du ein? Geht nicht, wa? Ah, geht nur die Karre im Arsch. Rücke aus, deck mich! Ah, das sieht. Nee, sieht auch nicht anders aus. Hey, da unten! Jetzt steht ein Kampf bevor. Gut, wir müssen irgendwie rein. Im Idealfall, wir müssen halt übers Dach. Meine Güte, ey. Ja, das macht keinen Spaß mehr, Leute. Genau. Also wenn das so bleibt. Ja, mich auch, Julie. Alles gut.
Das ist super nervig, super nervig. Weil du kannst ja echt nicht mal 10 Minuten irgendwo mal in Ruhe was erkunden, was gucken, was suchen. Nein, du hast immer irgendwas am Arsch. Bin unterwegs, gib Deckung. Ja, und dann sind auch noch alle Dinger wieder hier, oder was? Geht auch noch einer. Direkt in den Kopf, sehr gut. Ja, sicher. Liebes Tagebuch, heute wäre ich fast gestorben. Gut. Ja, dann geht er hoch. Alter, ernsthaft? Julie, alles gut. Also ihr seht, ihr hättet die Schlösser vorhin einfach aufschießen können. Aber ihr seht, wie wir aufs Dach kommen. Juli, alles klar. Muss den Anhänger hier wegkriegen, ja? Schiebung. Okay, ich verstehe. Juli, geh an der Seite, nicht, dass ich jetzt wieder überfahre. Hey, gibt's ja gar nicht. Macht's ja sogar mal. Jo, wollte ich gar nicht. Machen wir uns ran. Bin unterwegs. Deckt mich. Keine Ahnung, ich werde wohl einfach reinfahren müssen, denke ich. Schnauze, Kollege. Ich habe noch eine Rechnung offen. Ah, okay. Verstehe. Nice. Ein ganz normaler Tag in Montana. Coole Karre auf jeden Fall. Das war alles? Zwei Hefte und ein bisschen Kohle oder was? War auch schon mal mehr, ne? Naja, gut.
Wenn man dann schon so ein Biest gibt. Julie? Sagst du hier hinten ein oder was? Nee, die ist auch fertig. Machen wir. Und zwar. Ja, wie gesagt, ich will die Ecke eben fertig machen. Machen wir also eine Schnellreise dahin. Fahren dann da lang. Und dann passt das schon. Hast du schon? Hätte besser, aber auch schlechter laufen. Bin unterwegs, gib Deckung. Jetzt geht's los. Noch einer beißt ins Gras. Du hältst den Kollaps nicht auf, Mädchen. Ernsthaft? Das war gerade gut eingekriegt, Julie, ja? Oh. Wir machen sie alle. Ich noch mal ein bisschen Moon, ne? Hey Partner, ich bin's. Pass mal auf. Sip kam gestern Abend vorbei und hatte Chance auf einen Seguin Skate. Dass die alle Tiere mit irgendwas verderben, das Bliss oder so heißt. Keine Ahnung. Hör mal, ich weiß, der Kerl hat früher für dich gearbeitet, aber jetzt übertreibt er es mit seinen ganzen Verschwörungen. Er hört einfach nicht auf. Er will, dass wir uns den Seeds verweigern und die Tiere freilassen. Er meint, nur so könnten wir ihre Globalisten-Agenda aufhalten. Ja, ja, klar. Als ob wir das Geld der Seeds einfach sausen lassen würden. Hör mal, wenn der wiederkommt und ich nicht da bin, dann lüg einfach. Sag ihm genau das, was er hören will. Und schick ihn wieder fort. Lass das nicht an dich ran. Drüben stirbt jemand. Komm, Risiko. Lauf doch mal ein bisschen zügiger, Junge. Ach, das ist ganz am anderen Ende der Welt. Ich dachte, der liegt hier vorne irgendwo. Ist doch gut. Was stimmt denn mit dir nicht? Mein Gott. Das ist so lächerlich mit diesen Kackviechern. Jetzt geht's los! Scheiß Baggy! Hole mir das Ziel! Gut, hier soll doch aber. Da ist das Silo. Gib
Scheiße, wenn du mich nicht siehst, ne? Reicht das noch nicht mal, ey. Judy, alles gut. Nur mal eben das Zero erledigt. Luftunterstützung im Anflug. Ja, Judy, du bist genauso eine Granate wie ich hier gerade gegen das Flugzeug. Müsste ich halt echt das MG mitnehmen, ne? Keine Muhe mehr. Altes Kackding, ey. Mach ich, Julie, alles gut. Gut, was wir natürlich mal machen können ist... Jetzt gibt's Zunder, ihr Sünder. Komm, lad schneller nach, ey. Ich nehme hier oben Schaden. Scheiß, Baggy. Greife gleich an. Fuck, ey. Alter. Entschuldigung, wo liegst du denn? Alter, na ja, genau, ey. Oh Mann, jetzt brennt der auch noch, ey. Kannst du dir mal bitte... Jetzt bin ich wieder am Brennen, ey. Ich krieg's kotzen, ey. Doch lächerlich hier. Mann, Mann, Mann. Super nervig mit diesen verkackten Flugzeugen. Ich hab mal eine Karre mit MG, dann könnte ich die Scheißding vom Himmel. Vergiss es, ey. Guckt euch an, was der wegsteckt.
so lächerlich. Komm schon. Lächerlich. Ja gut, ich habe sie ja gerufen. Na gut, ist das Ding explodiert, sonst hätte sie mich noch gerettet. Ja, wie gesagt, ich habe nichts dagegen, wenn die irgendwie mal zwischendurch so Kämpfe sind. Aber das geht mir... Vielleicht spiele ich schon zu lange, dass es mir so auf den Keks geht, aber das geht mir echt auf den Keks. Ich meine, sterben ist alles gut und schön, da habe ich auch nicht das Problem mit. Betty ist da, alles gut. Ja. Keine Ahnung, mal das soll ich deswegen extra jedes Mal ein MG mitstören, also. So, den Safe wollte ich holen. Gut, das ist natürlich schön, da macht er auch einen Balken, alles super. Ein Prepper zu sein hat nicht immer was mit Politik zu tun. So. Ja, dann gehen wir mal rüber zur Schweinefarm. Zu wissen, dass man allein überleben könnte. Oder was war jetzt hier noch? Nee, ne? Das ist was anderes. Pickup ist da, da ist ein Dingens. In der Farm ist gar nichts. Ja, ganz groß. Aber hier ist eine Karre. Die sieht zwar schon ramponiert aus. Aber. Es gehört. Ist euer Ernst? Werde ich schon wieder beschossen oder was? Kann aber dauern, bis das hier vorbei ist. Wer bist du denn? Die Sekte lässt nichts unversucht. Ich habe die Laurels gewarnt, ihren Bunker nicht so nah ans Wasser zu bauen. Das Ding wird ständig überflutet. Was nützt die beste Ausrüstung, wenn man nicht rankommt? Da hast du recht. Cool, jetzt müssen wir tauchen oder was? Das ist vielleicht nicht der Zusammenhang. Schatz, ich bin's. Bist du bei den Kindern? Hör zu. Ich habe gerade John Seed wegen unserer Farm getroffen. Ich habe ihm gesagt, wir hätten das besprochen und dass das zwar großzügig ist, aber wir trotzdem ablehnen werden. Und ich weiß nicht, ob da lief's schief. Er meinte, wir würden alle gezeichnet werden. Dann sagte er, er würde pusten und pusten, bis unser Haus weg ist. Ich weiß nicht, was in ihn gefahren ist. So als ob man einen Schalter umgelegt hat. Ich weiß nur, dass es mir eiskalt den Rücken runterlief. Wir sollten mit Pastor Jerome sprechen. Er hatte auch schon Ärger mit den Seeds. Ich bin gleich zu Hause. Mhm. Was guckst du denn hier unten? Als du im Bunker warst, hast du da andere gesehen? Vielleicht... Nein, vergiss es. Ich will es nicht wissen. Ich rück vor. Zu viel Angebot hat die Menschheit faul gemacht, sag ich. Ein Abschiedsbrief. Wenn ihr das lest, sind wir bereits weg. Woodsons Schweinefarm ist offiziell geschlossen. Das ist eine Entscheidung, die wir zutiefst bedauern, aber ehrlich gesagt lassen uns John Seeds Vordringen auf unser Land und seine Drohung keine andere Wahl.
Seit Generationen haben wir den Menschen dieses großartigen Countries stolz gedient und wir möchten euch für die Unterstützung danken, die ihr unserem Geschäft über all die Jahre hinweg habt zukommen lassen. Doch unterm Strich geht die Sicherheit unserer Familie einfach vor. Liebe Grüße, die Woodsons. Wer seid ihr denn dann jetzt hier in dem Haus, Herr Jahausen? Ha? Als du im Bunker warst, hast du da andere gesehen? Vielleicht... Nein, vergiss es. Ich will es nicht wissen. Ja, vorsichtig hier einfach. Ich rück vor. Hausbesetzer, was ist denn los? Doch alles gut, Leute. Natürlich, wieso so anders sein? Alles andere wäre ja auch komisch gewesen. Ich bin soweit, ich übernehme das. Raketenwerfer. Ja. Raketenwerfer könnte man natürlich auch nehmen, aber wie gesagt, man hat auch nur... Man hat auch nur drei Waffenslots, also... Ich wollte gerade sagen, ist aber nicht dein Ernst. Danke. Das glaubt mir keiner. Johns Bunker ist die Vorratskammer der Sekte. Da bringen sie die ganze Nahrung hin, die sie uns stehlen. Ja, da haben wir ja vorhin schon einen Vorgeschmack gekriegt, ne? In dem Bunker, da müssen wir aber definitiv nochmal hin. Gut, aber läuft doch. Hier noch die Ecke. Hier, wird ja hier nochmal was sein wahrscheinlich. Obwohl, das sieht irgendwie dann nach nichts Großem aus. Hier nochmal. Jo. Dann haben wir die Ecke fertig. Und das werde ich jetzt noch machen in der Aufnahmesession hier, die Ecke noch. Das ist nochmal eine Folge, denke ich. Und dann haben wir es aber auch in dieser Aufnahmesession. Gut, Leute. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat gefallen. Lasst mir gerne einen Kommentar da. Ja, und entschuldigt, wenn ich mich zwischendurch aufrege über die alten Flugzeuge. Aber wie gesagt, so alle 5 Minuten im Spiel. Oder sagen wir mal, sind wir mal realistisch, alle 10 Minuten geht dir das halt einfach auf den Bommel. Also in diesem Sinne... Bis zur nächsten Folge. Ciao.